Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. Ja, wir haben You have spoken to Glendon as you wanted. What more can I do for you? I was asked to pass the trial of water. What do you know about it? I have never passed it. Only those who must reveal their soul walk this path. The High Kings and Queens. It is a tremendous honor given to you, Renaixe. Do you have any advice to give me? I only know that the trial can be passed in many ways, and your choice will reveal the makings of your soul. Mm-hmm. One way is through strength, the other by ruse and heart. But I know no more than this. The trials are kept secret. Anything else? Nothing else, thank you. I need to leave. Good luck. And do not lose yourself in your own reflection. Der Stärke, der List und des Herzens. Okay. Das ist ja interessant. Wo muss ich denn dafür hin? Ach so, ich muss hier direkt... Oh, ja, da machen wir direkt, ne? Kompchen, da. Da machen wir direkt. Nehmen wir jetzt mal Kurt und Siora mit. Guck, dass ich die Prüfung des Wassers jetzt hier bestehe. Habe ich eigentlich gerade irgendwie mehr wieder Quests bekommen? Vertreibe die Männer aus der Minie. Schmutziger Handel. Fußstapfen. Das ist mir alles klar. Das kann mal hier weg. Ne, das kann ich nicht wegmachen. Scheiße. Muss ich doch. Abgeschlossene Quests anzeigen. Nee. Quests ausblenden. Ah. So, der Preis des Blutes, Champion der Arena, Schatten der Garde. Ein steingemeißeltes Versprechen. Sprich mit Jehova, die Missionare in ihrem Dorf. Okay, müssen wir mit Jehova sprechen? Jehova. Karanz, I need to talk to you. I have to ask you for another favor. I'm listening, Jehova. Do you remember the mind shakers in my village? Yes. If I understand correctly, there was some kind of an agreement made with them. Even though these priests would make good allies against the Lions because they hate them as much as we do, my mother would never have traded the spirits of the people of the village in exchange for their help. And she would have wanted to be buried according to our rituals. She was deeply attached to our traditions. So you think that they're lying? Yes. And you understand these Renaixe better than I do. Will you investigate this matter with me? Ja. Of course. Let's go. Wir machen jetzt aber trotzdem jetzt erst das hier mit dem Wasser zu Ende. Siora, do you know anything about the trial that awaits us inside? My mother passed it during the last election, but it was Vinbar that was elected in the end. Did she tell you about it? A little, but it is a secret trial. It is important that you give your whole heart to it. I know that you must choose your path in your way. Combat is not necessarily the best response, even if it allows you to get to where you are going. If you are confronted with animals, remind yourself that they must feed, and there are ways of altering food to make those who eat it fall into a deep and peaceful sleep. Hmm. Is that an idea that your mother used? It's clever. Thank you. Ja, danke schön. Die Prüfung beginnen. Ich habe ja ein bisschen Angst, ne? Ich weiß ja nicht, was mich jetzt da drin erwartet. Wir gehen natürlich auf jeden Fall den Weg des Herzens. Also ich versuche es zumindest. Look, they're eating the old carcass. If you poured some sleeping potion on it, they'd fall asleep. Wie soll ich denn den Schlaftrank darüber? Wo soll ich denn den Schlaftrank jetzt herkriegen? Habe ich sowas überhaupt?
Mein Gott. Gar keinen Schlaf, ich weiß nicht, was ich das machen soll. Kann ich mich hier im Gebüsch verstecken? Das ist ja krass jetzt, okay. I don't have a sleeping potion on me. Nein, ich habe keine Sleeping. Ich wusste es, ich kann die aber nie machen. Wie soll ich die denn machen? Müsste ich jetzt zurücklatschen und die machen. So, machen wir es ganz einfach. Dann gehen wir jetzt außen rum. Das wird nicht funktionieren, da ist einer. Boah, das sind mehrere. Okay, es geht gerade nicht anders. Sorry. To my help and death to the others. Close to us, Rechnestiri. Tut mir ja wirklich leid, aber hätte ich damit gerechnet, dass ich einen Schlaftrank dabei hätte? Also es war anscheinend, also falls ihr dieses Spiel noch spielen wollt und noch nicht so weit seid, dann haltet besser Schlaftränke bereit. Weil anscheinend sind die doch noch so ein bisschen wichtig. Gut. Das war noch gar keine Prüfung. Ach, die schon wieder. I need a bit of practice. Nein. I need a bit of practice. Ich will so den nicht rein. Ich glaube, es wird die List. Boah, sind das Steine oder Knochen? Steine, Gott sei Dank, ey. Das wird ja alles so Knochen werden. Ja, nicht so nice. So, ich habe keine Lust da mit diesen Vogelviechern da in Kontakt zu kommen. Mhm. Ach, das war eine Prüfung. Okay, also da einmal Stärke, einmal List, alles klar. Oh, mein Schreibtisch, es tut mir leid, dass ihr das die ganze Zeit hört, aber der knackt immer so komisch, wenn ich mich darauf bewege und mich so ein bisschen anlehne. Ich weiß nicht, also ich muss schon wieder einen neuen kaufen. Okay. Watch out, Anadaik. Ein was? Anadaik? Anadaik? Ah, mein Gott, Anadaik. You were freezing and you had this empty stare. The water in the basin spoke to you, no? Yes. Exactly like the lightning-struck tree. I was something else for a brief moment. Tell us. Visions like this are guides, keys for the sacred rituals. I was in the sky. I was floating, carried by the wind. And it was a cold feeling. I was high up and it was getting colder and colder. I felt my blood freezing in my veins. I fell to the ground and spun slowly. And then the sun warmed me, and suddenly I bounced on the ground, and I was taken by the bubbling current of this creek. Then, just like before, the vision dissipated, and I was suddenly with you again. Ich habe keine Vision gehabt. Die wurde mir jetzt nicht angezeigt, die Vision. Ich habe keine Vision gekriegt hier. Ich muss irgendwas anmachen. Oh, was hat sie jetzt gerade noch mal erzählt? Jetzt weiß ich es ja nicht. This stone bears the image of a storm. This stone is blackened. Evidently I shouldn't have lit this candle.
Kann sie jetzt nicht normal davon erzählen? Could you remind us of what you saw? Genau. In the exact order. I was in the sky. Luft. I was floating, wind. Carried by the wind. And it was a cold feeling. I was high up and it was getting colder and colder. I felt my blood freezing in my veins. I fell to the ground and spun slowly. And then the sun warmed me and suddenly I bounced on the ground and I was taken by the bubbling current of this creek. Then, just like before, the vision dissipated and I was suddenly with you again. So, This stone is adorned with the etching of a drop of water. Wind? Tod. Wasserstein? Here. This looks like a snowflake. Snow or maybe ice. This drawing looks like an infant. The drawing on this stone makes me think of fire. I'm certain. Und das ist die Sonne. On this stone, the sun is visible. Okay, dann machen wir erst den Windstein. Ich habe da diesen Nidai-Dingsbums da, aber der sieht so groß aus. So, dann Wind getragen. Dann mache ich mal Wasser. Dann Strömung. Nein. I must have lit the candles in the wrong order. Okay. Wind. Eis. So, dann machen wir die Sonne. Und dann Wasser. So. Kann ich jetzt... Wieso habe ich keine Vision gekriegt gerade? Lüfte das Geheimnis der Quelle. So. Hier scheint's durch, aber irgendwie ist hier jetzt nicht so... Ja, ja. Ich soll die Prüfung weiter bestehen, komme hier aber nirgendwo durch. Ist das so? Muss ich dieses Vieh da unten besiegen? Das kann ja wieder was werden, ja. Möchte ich eigentlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Er sieht uns ja noch gar nicht. Das ist doch schon mal positiv. Vielleicht können wir uns auch so an ihn vorbeistehen. Zähmen? Ich habe das Vieh gezähmt. Hä? Ach, wisst ihr warum? Bestimmt, weil ich dieses Ritual da durchgeführt habe. Ansonsten hätte ich mit dem kämpfen müssen. Ah, okay, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Cool. Und hier ist Ende. This must be the seal that Glendun spoke about. It looks like the silhouette of the mountain of Tir Fridi. And a face is drawn within it. The spirit of the volcano. One of the faces of Enonmir Frichtemann. Mhm. Das war's? Okay. Ich bin gespannt, was das jetzt über mich aussagt. Bin richtig gespannt drauf. Bertir Tumad on Olmanawi. I congratulate you for passing the trial. Enter. And so you have returned. Can you tell me what the seal deep within the cavern brings into your mind? A face in the mountain of Tir Fridi. Then you have seen the true face of the island when looking into her waters. And the island has seen inside you. You have given the blood of the animals that protected the entrance to the passage. Yeah. You have chosen strength a first time. In choosing the path of silence, you avoided confronting the Dosantats. No. Finally, you have completed the ritual.
And in so doing, the Guardian recognized you as a wise man. You choose to trust the way of ruse and wisdom. It is a difficult path, but it carries generous fruits. The island has seen your intelligence and also your compassion. The friendship of Katasach towards you no longer surprises me. Am I authorized to encounter Enon Mael Frictimen now? To present him with my request? If the High King agrees, yes. We shall not oppose that decision. Only a High King or High Queen is allowed to open the sanctuary. I warned you. Your voyage is far from over. I suppose that I'm going to need to convince him as well. Where can I find him? I do not know. And I believe that it may be another trial on your path to find the one you seek. Is he hiding? Has he been captured? He disappeared several months ago. Since then, we have not heard from him. He was worried about the Renaixe. The last people to have seen him, I'm told, were the most important chiefs of the clans here at the Council. There was Deirdre, Blatnid, Ulan, and Duncas. My mother, alas, can tell us nothing more. Yes, I heard about your loss, Yora. Andivorst, Tirse. Mourning is a difficult time to pass. Andivorst, Tirse. Thank you, Glyndon. Deirdre is the Mal of the Clan of the Storm Warriors. You will find her in the village of Fedlug. I have already met her. She sent me to confront a Guardian. That sounds like her. Ulan is the Mal of the village of Vignamri, near the coast. It is said that he welcomes the Renaixe. As for Duncas, he leads the Vigigidor. He is the chief of the Earth Healers. His village is not very far from the Didekid and Nadages. Very well. I will go and see them. Try to find this High King. Thank you, Glendan. Kwa awalamsek. I hope that you will find him. Okay, die Prüfung des Wassers habe ich. Ich muss wahrscheinlich die ganzen Elementprüfungen bestehen. Wir haben jetzt hier Wasser, dann kommt bestimmt noch Feuer und Erde und Luft und dann... So, aber bevor ich das jetzt tue, gucke ich nochmal hier. Wir vertreiben jetzt mal die Männer von der Mine. Und dann gehe ich erstmal zu Sio und mache Sioras Dingens fertig. Hat hier sonst noch irgendeiner mit mir zu quaddeln? Nein, nichts. Nur Siora hatte noch eine Aufgabe für mich. So, wir werden jetzt ganz schnell zur Mine gehen. So, gucken. Hoppala. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wo bin ich denn jetzt hier rausgekommen? Hä? So, wieder mit Konstantin reden. Schon wieder. Dann gehe ich jetzt ganz flink zur Mine. Ich glaube, das müsste noch drin sein für diese Folge. Sorry, this is private property. I don't need your authorization. I have here an eviction notice signed by the governor's ministers. The former owner, Mr. Maillard, has lost his rights due to a breach of contract. Look, ultimately, we are not the ones who decide. We only obey the boss's orders. In that case, where can I find him to notify him of his loss?
You'll find him around here somewhere, Your Excellency. Excellent. Du wirst ihn hier irgendwo in der Nähe finden. Da. Ist doch ein Fragezeichen. So, ist ein Lager. Ja. Dann nicht, würde ich sagen, ne? Dann machen wir das hier. Dann reisen wir jetzt zu Siora. Weil ihn da jetzt so, ich habe da keine Lust, eigentlich, mir vergeht halt diese Lust an diesen ganzen, an diesen ganzen ständigen Hin und Her, weißt du? So, und diese einen da mit dem Schmuggeln und mit dem Händler, das ist genau das, und mit der Mine war das jetzt das genauso. Das ist jetzt so, geh erst zum Holzfäller, dann geh zur Mine, dann mach dies, dann mach das, dann mach jenes, und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Hello, my child. Hasse das. What a pleasure to see someone come to us with such eagerness. Do you want to hear the word of Saint Matthias and come into the light? Not really, Father. My name is de Sade. I'm the legate of the congregation. Nice to meet you, Your Excellency. What can we do for you? We would like to know more about the agreement you supposedly sealed with Bladnid. I do not see how our agreement concerns the congregation. But since you are asking us, we swore to provide this village with all our support in their fight against the Alliance. In exchange, its inhabitants will have to renounce their pagan cult and turn towards the light. My mother would never have made such an agreement. She's the one who encouraged me to become a Donegad. The Queen had understood that the light was the only true path. Even if she was attached to traditions. It is for this reason that we have accepted to seal our agreement according to your own rituals. She had an engraver come to Valristel. He carved your strange symbols in the stone. I do not believe a single word of this. You, the people of the light, are nothing but liars. You would do well to hold your tongue, young lady. This village is now under our spiritual authority. By not respecting us, you are committing blasphemy. And blasphemy is a crime that we punish severely. Because you think that you can administer justice here. I am the daughter of Bladnid, and you are... Siora, let's not get into another battle and make new enemies. Let's go find this stone. That is an excellent idea. Then you will see that we are telling the truth. Finde den gravierten Stein. Was ist er denn? Ach mein Gott, der ist ja am Arsch der Welt. Ato on Olmanawi. Do you want to trade? Stein finden. Könnte ein bisschen länger dauern. Oh, ernsthaft. To my help. And death to the others. Ist das eigentlich gebietsabhängig? Dass manche Monster stärker sind und manche nicht? Kann ich hier irgendwo nehmen? Oh, okay. Guck mal eben, ob ich hier... Nee. Muss hier irgendwo sein. Muss hier irgendwo reinkommen können. Ich weiß noch nie, wo. Da komme ich nicht hoch, da komme ich nur runter.
Da sieht es genauso aus. Ist auch nichts. Jetzt eigentlich nur gesehen nur das Dorf. Ato on Olmanawi. Do you want to play? Guck mich da jetzt irgendwie da. Das könnte doch der richtige Weg sein. Hier gibt's rum. Warum habe ich das Gefühl, dass der Stein zwar da sein wird, aber dass das eine Fälschung ist? Ich weiß nicht, ich habe das so irgendwie im Gefühl. Ich frage mich immer noch, warum ich diese Romanzoption jetzt nicht bekomme. Also, ich meine, ich bin ja jetzt schon... Ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt schon fast am Ende vom Spiel. Und trotzdem... Oh. Ach ja, das Schlachtfeld, genau. Das ist immer noch so weit weg, ne? Okay. Scheiße. To my health! And death to the others! Move away! Things are about to get dicey! Oh, mal gucken, wo ich überhaupt lang muss. Das ist so ein bisschen verwirrend hier alles. To my health! And death to the other! Das hält Gott sei Dank nicht lange an. Das ist auch ein bisschen verwirrend, wirklich. Da hinten ist noch ein Weg. Irgendwas greift uns an. To my health and death to the others. Close to Issa, Rechnes Tiri. All these gold lords, they aren't worth tuppence. So. Da. Oh, das sieht ganz nach böse aus. Jetzt würden wir gleich angegriffen werden von irgendwas. Vor allem, wie ist der Weg wieder zurück? Hier geht's hoch. Oh, was ist denn hier los? To my health and death to the others. Close to Issa, Rechnes Tiri. Achso, das war schon. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Here is the stone we were looking for. It is destroyed. We can no longer decipher the symbols. Strange, isn't it? This stone was damaged on purpose. We will never know the precise terms of the agreement. There may be a way. Promises in stone are a very ancient tradition. Those who want to make these agreements must turn to a keeper of promises. An artisan who makes the stone speak. There are but a few. We did not have one in our village before Karadeg's arrival. He must be the one who engraved this stone. I thought you could not write. The Donegada have a secret writing that the keepers of promises always learn. Those who want to seal a promise tell them to write and they take care of it. Könnten sie auch rein theoretisch schreiben, was sie wollten, ne? So, wie komme ich jetzt hier wieder so zurück, dass ich... Ja, ich muss jetzt sowieso Schluss machen. Okay, meine Lieben, dann sage ich mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.